Ja, es ist gut, dass zumindest diese Schüler jetzt in die Schule kommen. Allerdings ist es noch immer viel zu wenig. Es ist ein Fleckerlteppich. Wir haben im Bildungsbereich Verwirrung seit mittlerweile fast einem Jahr. Damals hat der Bildungsminister gesagt, es kommt jetzt eine eigene Ampel, die signalisieren wird, wann die Schulen offen haben, wann sie geschlossen sind, wann sie im Distance Learning sind, wann nicht. Die Ampel hat man schnell wieder abgeschafft, weil sie für noch mehr Chaos gesorgt hat. Allein das Chaos ist auch ohne Ampel geblieben. Man hat jetzt gehört, wenn weniger als 18 Schüler in der Klasse sind, dann kann in der Klasse unterrichtet werden. Ab dem 19. Schüler ist das nicht mehr möglich. Das sind alles Maßnahmen, die nicht faktenbasiert sind und nicht nachvollziehbar sind. Wir Freiheitlichen sagen, der Unterricht muss jetzt schleunigst wieder in den Klassen und geregelt und ganz normal stattfinden. Die Kinder sind die Leidtragenden in dieser Krise. Das sind Kinder, die in vielen Fällen gerade in Wien seit einem Jahr zu Hause eingesperrt sind, die keine Möglichkeiten mehr zu Freizeitaktivitäten hatten, die keinerlei soziale Kontakte mehr hatten, die Jugendpsychiatrien platzen aus allen Nähten und jetzt macht man wieder nur für die Volksschulen und für die Abschlussklassen auf. Nein, wir sagen, das geht zu wenig weit. Man muss die Schüler endlich wieder alle in die Klassen lassen, Wissen erwerben lassen. Das darf keine Generation von Bildungsverlierern werden. Aber neben dem Wissenserwerb auch die sozialen Kontakte pflegen zu lassen, die bei Kindern gerade so wichtig sind. Also das heißt, wir haben es auch gerade gehört, 40 Präsenztage gab es ungefähr bis dato in Wien, ja, in dem ganzen Schuljahr. Wir sind jetzt schon eigentlich im April, also schon kurz vor Schluss, das ist im Mai, sozusagen. Ja, ja, genau. Sie meinen also, ist nur dieses Homeschooling oder Distance Learning ist zu wenig? Also gerade wenn Sie in Wien mit vielen Lehrern sprechen und Lehrerinnen vor allem sprechen, weil es sind ja hauptsächlich Frauen, dann bekommen Sie da oftmals die gleiche Antwort. Es gibt einen Teil der Klasse, der macht das Homeschooling brav mit, das ist meistens ein kleiner Teil, und es gibt einen großen Teil, aber in allen Fällen einen beachtlichen Teil an Kindern, die entweder nicht die Infrastruktur haben, weil sie keinen eigenen Laptop haben oder weil sie kein Internet haben, das gut funktioniert, oder weil sie Eltern haben, die sich nicht genug für sie interessieren und sie dazu animieren, am E-Learning teilzunehmen. Und das sind die Kinder, die auf der Strecke bleiben, die seit einem Jahr keinen Wissenserwerb haben, die in Wahrheit nichts gelernt haben, die irgendwo mitgeschliffen werden, die oftmals aus Familien kommen, wo nicht einmal richtig Deutsch gesprochen wird. Das sind Kinder, die haben jetzt verlernt, Deutsch zu sprechen in diesem Jahr. Es gibt Kinder, die wären jetzt eigentlich schon am Ende der zweiten Volksschulklasse und sprechen noch immer kein richtiges Deutsch, weil sie jetzt in eineinhalb Jahren die rudimentären Kenntnisse, die sie vielleicht hatten, völlig vergessen hatten. Das heißt, hier werden so viele Problemfelder durch dieses Distance Learning aufgemacht, dass endlich wieder ein normaler Regelschulunterricht stattfinden muss, weil die Nebeneffekte, die Side-Effects viel schlechter sind als das, was eigentlich abgezielt wird. Und wie sehen Sie die Situation gerade für die Kinder, die jetzt in Schwellenklassen sind? Sagen wir mal in der vierten Klasse, ja, wo es danach ins Gymnasium oder auch in die Hauptschule oder in die Mittelschule geht, ja, oder auch eben dann die achte Schulstufe, die dann vielleicht ins Polytechnikum oder in die Oberstufe wechselt und natürlich dann auch nicht last but not least auch die Abschlussklassen, also die Maturanten. Ja, absolut. Schauen Sie, das Problem ist, die Schwellenklassen, die jetzt in einer vierten Klasse sind, die waren ja jetzt auch ein Jahr lang zu Hause. Die sind ja jetzt wissenstechnisch nicht auf dem gleichen Stand wie Schüler, die vor zwei Jahren in einer Schwellenklasse gewesen wären. Und dieses vergangene Jahr, das wird sich in der Bildungskarriere dieser Schüler niederschlagen. Und deswegen muss man sagen, es ist schlimm genug, dass es jetzt so lange E-Learning, Distance Learning gegeben hat. Hören wir auf mit diesem Unsinn. Bringen wir unseren Kindern endlich wieder einen ordentlichen Wissenserwerb bei. Aber neben diesem Wissenserwerb, um den es in der Schule geht, und das möchte ich noch einmal hervorstreichen, geht es auch um soziale Kompetenzen, geht es um Freundschaften, geht es um Zwischenmenschliches. All das, was Kindern auch zu einer schönen Kindheit verhilft. Sie können eh schon keine Instrumente mehr lernen, können nicht mehr in den Park gehen und jetzt will man auch noch den Turnunterricht völlig abschaffen und den Musikunterricht völlig abschaffen. Das ist alles Wahnsinn. Die Kinder sind ja heute sogar, ob man es gut findet oder nicht, in vielen Fällen getestet in der Früh. Lassen wir bitte einen normalen Unterricht stattfinden. Das heißt jetzt eben, wenn es nach Ihnen geht, eben alles aufmachen, die Schulen, das heißt Kinder, ja, wieder in den Unterricht. Wie würden Sie aus Ihrer Sicht da vorgehen, um jetzt eine weitere Ausbreitung der Pandemie in den Schulen zu unterbinden? Schauen Sie, Kinder sind keine Risikogruppe. Die Lehrer hatten in vielen Fällen bereits die Möglichkeit, freiwillig eine Impfung zu nehmen. Das heißt, hier sollte man noch weiter ausbauen und allen Lehrern, die das auch wirklich möchten, schnellstmöglich die Möglichkeit zu einer Impfung zur Verfügung stellen und die Kinder mit dieser Pandemie möglichst in Ruhe lassen. Die sind keine Risikogruppe, die landen nicht auf der Intensivstation oder Ähnliches, aber die landen auf der Intensivstation von der Psychiatrie in immer mehr Fällen in Wien, weil sie mit der Situation nicht mehr klarkommen. Jedes sechste Kind in Wien hat mittlerweile Selbstmordgedanken. Das sind Kinder, die früher eine unbeschwerte Kindheit hatten. Das heißt, all diese Nebeneffekte dieser verheerenden Maßnahmen, unter denen die Kinder leiden, die darf man nicht länger ausbleiben, sondern die müssen endlich auch auf den Tisch gelegt werden.
Blicken wir von der Schulpolitik auch gleichzeitig, weil Sie sind ja nicht nur Bildungssprecher, Sie sind ja auch Clubobmann der Wiener Freiheitlichen. Genau, ja. Wie sieht denn das aus, ist, wenn Sie im Moment gerade, wir wissen, Bürgermeister Michael Ludwig ist noch ein bisschen erwartet, möchte noch zuwarten. Wir werden morgen erfahren, wie es in Wien weitergehen soll. Wir wissen auch schon, dass das Niederösterreich nächste Woche wieder aufsperren möchte, also sprich den Handel wieder aufsperren möchte. In Wien wissen wir es erst morgen. Ich nehme es mal an, natürlich Ihre Sicht der Dinge ist, dass alles aufgesperrt gehört. Ja. Was sagen Sie zur aktuellen Taktik des Wiener Bürgermeisters? Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm oder sehr enttäuscht von ihm, weil ich muss schon sagen, Bürgermeister Ludwig hat ja lange Zeit nicht wirklich mitgemacht bei dieser Panikmache der Bundesregierung und hat immer eine gewisse Restvernunft behalten. Und ich verstehe nicht, was mit ihm vor 14 Tagen passiert ist. Vor 14 Tagen hat er noch gesagt, Wien wird der größte Schanigarten, hat angekündigt, dass überall in Wien an allen Freiflächen Schanigärten entstehen, damit jedes Lokal zumindest outdoor die Möglichkeit hat, Gäste zu bewirten. Dann hat er einen Termin beim Bundeskanzler gehabt. Ich weiß nicht, was der ihm dort gesagt hat oder was dort passiert ist, aber der ist dort rausgekommen aus dem Bundeskanzleramt und hat 180 Grad gedreht. Hat gesagt, der Lockdown in Wien muss der schärfste überhaupt werden und ist eigentlich vom Öffner zum Schließer und zum Lockdown-Fetischisten geworden. Und das verstehe ich nicht und das ist auch nicht nachvollziehbar. Wir wissen, dass Ansteckungen im Freien de facto nicht passieren. Trotzdem macht der Bürgermeister absurde Maßnahmen wie eine Maskenpflicht im Freien an genau 5 Plätzen in Wien. Da greift man sich ja wirklich nur in den Kopf. Wir wissen, dass die Gastronomie massiv unter dieser Krise leidet. Wir wissen, dass die endlich aufsperren wollen. Sogar die Bundesregierung, die die Menschen monatelang weggesperrt hat, sagt, man kann die Gastronomie Mitte Mai jetzt endlich wieder aufsperren. Und der Bürgermeister Ludwig sagt, das ist nicht möglich. Entschuldigung, das kann doch nicht sein. Was in Niederösterreich möglich ist, was im Burgenland jetzt schon möglich ist, dass der Handel auch wieder geöffnet hat, das muss endlich auch wieder in Wien der Fall sein. Und das ist mein dringender Appell an den Bürgermeister. Ich meine, bevor wir noch auf den Handel zu sprechen kommen, ist ja so, dass ich glaube wahrscheinlich der Bundeskanzler selber ist jetzt nicht der größte Lockdown-Fetischist als solches, sondern es ist ja eher wahrscheinlich die Parteiobfrau von Hans-Peter Tosk, in dem Fall von Michael Ludwig natürlich. Ja. Ja. Wie sieht denn das da aus, beziehungsweise was sagen Sie zu dem, weil es liegt ja nicht wirklich daran, dass er nicht aufsperren möchte. Ja. Es geht ja um die Zahlen auf den Intensivstationen, die immer noch hoch sind. Die Zahlen in Wien sind relativ hoch. Sie sind allerdings nicht so, dass wir in einer Situation wären, wo man annähernd nicht mehr behandeln könnte. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass in anderen Bundesländern die Zahlen bei Weitem nicht so hoch, so relativ hoch sind. Hier könnte man auch Patientenüberstellung in vielen Fällen durchführen. Ich erinnere nur daran, dass wir in Wien und in Österreich auch über viele Monate hinweg sogar Patienten aus anderen EU-Ländern behandelt haben. Das heißt, wenn es vor wenigen Monaten noch möglich war, Patienten aus Portugal, Italien, Spanien und Co. zu behandeln in Österreich, dann wäre es auch jetzt vielleicht einmal möglich, Wiener Patienten in einem anderen Bundesland zu behandeln. Ganz davon zu schweigen, dass die Hälfte der Patienten, die in Wiener Spitälen sind, überhaupt keine Wiener sind, sondern Menschen, die einfach nur hier ins Spital kommen. Muss man auch einmal sagen. Aber wenn Sie die Situation in der SPÖ angesprochen haben, dann herrscht dort wirklich ein totales Chaos. Ich habe jetzt am Weg hierher gelesen, der SPÖ-Vorsitzende aus dem Burgenland, Hans-Peter Doskozil, sagt, er will gar keine Funktion mehr in der Bundes-SPÖ. Die Frau Rendi-Wagner will den Lockdown immer noch schärfer haben. Der Herr Ludwig war bis vor kurzem auf der Seite vom Herrn Doskozil, jetzt hat er ins Lager von der Frau Rendi-Wagner gewechselt. Ich sage, das ist alles absurd, aber diese innerparteilichen Streitereien, unter denen dürfen die Leute nicht länger leiden. Wir brauchen endlich ein Aufsperren, ein Öffnen. Die Menschen müssen wieder ihren Jobs nachgehen können. Die Menschen brauchen auch wieder die Möglichkeit, um zu arbeiten, um Geld für ihr Überleben einzunehmen. Gut, das ist natürlich verständlich. Und ich glaube, das ist auch für alle absolut verständlich. Gleichzeitig, glaube ich, ist die Taktik von Bürgermeister Ludwig jetzt, die zu sagen, na, vielleicht lieber noch eine Woche länger zu haben, dafür, dass wir dann später länger offen haben können. Warum glauben Sie, dass wenn wir jetzt zum Beispiel gleich aufmachen, dass wir deswegen dann nicht mehr zusperren müssen? Schauen Sie, das Problem ist, dass der Herr Ludwig genauso wie die Bundesregierung jede Glaubwürdigkeit verspielt hat, was das angeht. Wenn man glaubwürdig sagen könnte, 3 Tage länger oder eine Woche länger und dann schwärmt man nicht mehr zu, dann könnte man sich ja vielleicht auf diesen Weg einigen. Aber was ist in den letzten Monaten passiert? Wir haben vor Weihnachten erlebt, dass man gesagt hat, die Gastronomie sperrt jetzt einmal bis Weihnachten zu. Dann hat es geheißen, sie sperrt bis Silvester zu. Dann hat es geheißen, sie sperrt bis in den Februar zu. Jetzt haben wir Ende April und noch immer hat sie nicht offen. Was ist bei den Schulen passiert? Hier hat man vor Ostern angekündigt, die Schulen bleiben 4 Tage geschlossen. Dann hat man gesagt, sie bleiben 14 Tage geschlossen. Jetzt sind sie bis heute in vielen Bereichen geschlossen gewesen. Es gibt keine Ehrlichkeit in der Kommunikation der Bundesregierung und der Landesregierung. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, warum so viele Menschen dieser Regierung nicht mehr vertrauen. Kann das nicht auch sein, weil man es einfach noch nicht weiß, wie sich die Zahlen entwickeln?
Schauen Sie, ich glaube, es gibt auf der einen Seite immer eine Entwicklung der Zahlen, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Verantwortung der Politik, wie man mit gewissen Situationsbildern umgeht. Und auf der einen Seite muss die Politik auf die Medizin hören, muss auf die Zahlen schauen, aber auf der anderen Seite muss die Politik auch das große Ganze im Auge haben, muss auch Wirtschaftszahlen im Auge haben, muss auch die Arbeitslosigkeit im Auge haben, muss auch im Auge haben, dass es irrsinnig viele Lokale gibt und Unternehmer gibt, die nicht mehr aufsperren werden. Dass es an diesen Unternehmern irrsinnig viele Angestellte, Arbeiter, Kellnerinnen und Kellner gibt, die nicht mehr wissen, wie sie in Zukunft ihr Leben finanzieren sollen. Und jetzt ewig zuzusperren und dann am Ende eine Pleitewelle zu haben, wo am Ende in Wien nichts mehr offen hat, das kann auch nicht das Ziel sein. Das heißt, diese Ausgewogenheit, die muss man mit einer Ehrlichkeit kombinieren und dann würden die Leute sich auch vielleicht besser an manche Dinge halten. Es soll am 19. Mai, zumindest mal in Gesamtösterreich, soll ja vieles geöffnet werden. Die Gastronomie natürlich, es soll auch geöffnet werden, also Tourismus, es soll geöffnet werden, Sport- und Kulturveranstaltungen, natürlich in einer gewissen abgespeckten Version, also zum Beispiel Sportveranstaltungen bis zu maximal 3.000 Personen auswärts, also im Freien sozusagen, die in einem Stadion sind oder auch eben 1.500 Indoor sozusagen als Maximum oder auch bei Kulturveranstaltungen immer mit jeder zweiter Platz frei oder beziehungsweise zwischen Gruppierungen, dass da eben auch dazwischen ein Platz frei ist oder auch in den Kinos und so weiter. Ja. Wie stehen Sie diesen neuen Öffnungsschritten gegenüber? Ja, ich stehe jedem Öffnungsschritt positiv gegenüber, aber wie auch bereits davor sind wir auch hier für weitergehende Maßnahmen. Wenn Sie beispielsweise in der Gastronomie jetzt Maßnahmen einführen, dass zwischen jedem Tisch mehrere Meter Abstand sein müssen, dann wird sich für viele Lokale gar nicht finanziell auszahlen, aufzusperren, weil ein Lokal weiß genau, es muss so und so viele Menüs verkaufen, es muss so und so viele Getränke verkaufen, dann rechnet sich der Betrieb, dann kann ich meine Mitarbeiter bezahlen, dann kann ich meine Miete bezahlen. Wenn ich nur so wenig Tische aufstellen kann, dass ich im Vorhinein weiß, dass sich das nicht auszahlt, dann werde ich gar nicht aufsperren. Und das Gleiche wird sich auch für sehr viele Kulturbetriebe so abzeichnen. Wenn ich nicht genügend Teilnehmer einlassen kann, dann werde ich nicht öffnen. Wenn ich weiß, ich brauche 100 Theaterbesucher, damit das Theater sich in irgendeiner Form rechnen kann, auch mit Förderungen, und ich darf nur 20 Sitzplätze besetzen, dann wird sich auch dieses Theater überlegen, ob es aufsperrt. Hier muss man ein Leben mit dem Virus und ein Leben mit einer angepassten Situation an dieses schreckliche Virus langsam finden und nicht von einer Maßnahme, die am Ende entweder vom Verfassungsgerichtshof, wie es ja oft auf so oft der Fall war, aufgehoben wird oder überhaupt völlig praxisuntauglich ist, auf der anderen Seite hineinstolpern, sondern endlich sinnvolle und langfristige Maßnahmen setzen. Vielen, vielen Dank einmal schon für Ihre ausführlichen Antworten. Letzte Frage. Was schätzen Sie, wann können wir wieder in einem Schanigarten zusammensitzen und eben vielleicht ein, zwei Bierli trinken oder was auch immer man da gerne halt essen, trinken möchte? Also der spätmöglichste Zeitpunkt muss endlich der 17. Mai sein, der von der Regierung versprochen wurde. Es kann nicht sein, dass wir weiter Situationen haben, dass in manchen Bundesländern andere Dinge erlaubt sind. 19. Mai, pardon. Es kann nicht sein, dass es Situationen gibt, dass über der Bundesländergrenze das Lokal offen haben darf, wie es jetzt in Vorarlberg und Tirol ist, wo es zu absurden Situationen kommt, dass irrsinnig viele Tiroler nach Vorarlberg pendeln, um dort Schnitzel zu essen. Nein, wir sind in Österreich in einem Land, wo wir einheitliche Maßnahmen brauchen, wo es spätestens am 19. Mai eine Öffnung in ganz Österreich braucht.